Hallo meine Lieben, wir sind wieder hier bei Let's Play Zelda Breath of the Wild Teil 78. Wir haben im letzten Teil hier den Schrein der Weisheit von dem befallenen Ganondrachen befreit und gehen jetzt in diesen Schrein und gucken mal, was es da drin so gibt. Mir ist da im Übrigen was aufgefallen, das zeige ich euch gleich. Was ich recht interessant finde, was mich auch zu der Annahme bringt und führt, dass es vielleicht doch nur drei und nicht vier Drachen gibt. Weil es sind zwar in Anführungszeichen vier Elemente, Blitz, Wasser, Feuer und dann würde noch Erde fehlen oder hier eben Luft, je nachdem, was es hier ist. Aber, ach, das ist so ein Schrein, wo man nichts mehr machen muss, ja? Aber ich zeige euch einfach gleich, was ich meine. Die Schreine sind... Oh! Sind eine Anspielung auf das Triforce. Und weil der eine, wo wir waren, war der Schrein des Mutes. Wir sind hier im Schrein der Weisheit. Und dann gibt es noch den Schrein der Macht oder der Kraft, glaube ich. So, und mir ist aufgefallen, zumindest hier... an dem Schrein hier der Weisheit, dass der ein entsprechendes Symbol besitzt, was auch auf die drei Amulette hinweist, die wir Anfang in Ocarina of Time gesammelt haben quasi, um überhaupt erst ans Masterschwert zu gelangen. Zeig euch, was ich meine. So. Da ist es. Das ist das Zeichen vom Wasserzora-Schrein. Ja, sieht auch ein bisschen aus wie unser Biohazard-Zeichen jetzt, so wie es hierauf eingestanzt ist, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist das Zeichen der Weisheit für den Schrein hier. Weil wir sind hier am... Da ist es doch. Quelle der Weisheit, okay. Dann war hier die Quelle des Mutes. Da oben. Und oben in Akala ist die Quelle der Kraft oder der Macht. Quelle der Kraft, da waren wir doch schon mal. So, das sind die drei Symbole des Triforce, auch genauso angezeigt, weil Weisheit im Triforce ist unten rechts, Mut ist unten links und die Kraft steht natürlich ganz oben. Und ja, ist interessant. So, dann ist mir noch aufgefallen, die drei Göttinnen heißen ja Din, Nairuhe und Farore. Din, Nairu und Farore. So, und wenn wir uns jetzt mal die Schuppen betrachten, die wir gefunden haben, sieht man hier Nairu, Naidra-Zahn. Das ist das, was mich unschlüssig macht, Eldra-Zahn, weil eigentlich ist die noch übrig bleibt, Din. Und da auch die Eldra-Schuppe. Aber die andere ist hier, Farore, also Farotra. Das heißt, ja, entweder gibt es für Din noch einen anderen Namen und oder Eldra soll tatsächlich trotzdem Din symbolisieren. Wenn es so ist, dann sind es auf jeden Fall nur drei Drachen, aber vielleicht ist Eldra einfach nur Drache XY und es gibt trotzdem noch einen Drachen von Din. Ich weiß es aber nicht. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die ganze Sache aussieht. So, wir gehen jetzt mal hier rum. Weil ich einfach hier lang gelaufen bin, während ich mit euch gequatscht habe. Ah, genau, wir könnten hier runterfliegen, weil da unten war doch dieses Tor. Und da müssen wir unsere Erinnerung wieder auffrischen. Müssen können. Aber das ist, wie gesagt, meine Vermutung, weil zuerst dachte ich ja, es gibt wegen der vier Elemente vier Drachen. Aber jetzt nicht der anderer Meinung. Wobei mich da halt der Eldra-Drache ein bisschen, ja, nicht verunsichert, aber aus der Theorie rausbringt. Was ist das? Achso. Das ist ein, eine Eidechse. Chamäleon, genau, so heißen die Viecher. So, ich wollte auf jeden Fall hier hinfliegen, weil wenn ihr euch erinnert, gibt es hier unten einen schlafenden Fettsack. Und, oh! Und es gibt noch dieses komische Vieh auf den vier Hufen.
Liegen wir gerade richtig? Nein, nicht. Da lang müssen wir. Da unten ist es doch. Den machen wir gleich platt. Ach, was heißt gleich? Den dicken, mit dem kommen wir klar. Wir speichern hier mal. Da lauerte. Bitte. So, dann nehmen wir dafür aber mal einen Feuerpfeil und den geilen Dreifachschussbogen. Oh, ist doch nicht hier. Oh! Aua! Wie hast du denn das gemacht? Ich hatte hier unser... Oh, unseren Schild. Warte mal. Wir nehmen mal dazu einen Rüstungsdings. 2 Minuten 10, das reicht nicht. Maxi-Pilz-Spieß reicht nicht. Abwehrgemüse-Dings. Das nehmen wir aber erst, wenn wir das nächste Mal Leben verloren haben. Alter! Alter, wir haben ja schon wieder was verloren. Was für ein Biest. Boah. Woo! Shit. Was haben wir hier noch? Oh, was für eine Missgeburt. Ach, Junge. Das ist nicht meine Lieblingswaffe. Ob sowas das ausrichtet? Das probieren wir jetzt aus. Richtig. Nein! Hallo, ich habe mein Schild gezückt. Alter, war das Glück, dass wir das überstanden haben, oder war das Können? Ah. Plus 4 Herzen, das reicht erstmal. Kochobst, ja, komm her. Aha. Sollen bestimmt die sein, die in Zelda Link to the Past in der Schattenwelt oben auf dem Todesberg rumlaufen und dieses Feuer spielen. Hyrule Reis! Haben wir aus ihm rausgeprügelt oder was? Alter!
Geil, das war's! Puh. Was für ein starkes Mistvieh. Übel! Was ist das? Leunenhuf. Leunenhorn? Leunenherz. Diese hochgeschätzte Zutat kann von einem Leunen gewonnen werden. Es pulsiert mit der Kraft eines Leunen und ist äußerst wertvolle Zutat in der Medizinherstellung. Aha, aha. Eisfall, Leunenhuf. Gott, oh Gott. Ein verstärktes Leunenschild, zusätzlich ginge. Es heißt, dass Leunen es im Lauf ziehen und ihre Gegner beim Passieren in zwei Hälften. Alter! Mit einer Kette und einem zusätzlichen Klinge verstärkt das Leunenschild. Seine Klingen sind scharf genug, um schwäche Rüstung zu zerschneiden, als wären sie aus Papier. Och, natürlich ist meine Schildtasche voll. Was haben wir denn bei den Schildern so rumfliegen? Das hier geht sowieso mit Flöten, also. Hinfort damit! Und das? Chimärenbogen. Alter! Dieses Monster von einem Bogen besteht aus Metall. Vom Gipfel des Todesbergs. Er kann mehrere Pfeile auf einmal abschießen, die Rüstung durchdringen wie Papier. Haben will! 43 macht er. Das heißt, es ist unser stärkster Bogen. Vom Königsbögen haben wir jetzt irgendwie Sand am Meer. Nein! Du sollst den anderen nehmen! Das rüsten wir gleich mal aus, alles. Das war aussehen wie so ein Monster. Hammer! Das war aber auch ein fieses Vieh. Wo haben wir denn noch so einen gesehen? Wir machen uns auf die Jagd nach dem. Wo hab ich denn noch so einen gesehen? Er konnte doch irgendwie parieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. So nicht. Ey, bist du gelähmt in deinem Schädel? Egal, wir gehen jetzt erstmal hier rüber, schauen uns noch die Stelle an, wo wir mal wo wir mal waren. Aber erstmal ziehen wir uns den antiken Beinschützer an, damit wir hier ein bisschen wieder in unserem selbstgebastelten Set rumspringen. Da könnten wir eigentlich mal hochklettern. So, hier müsste irgendwo so ein Erinnerungsmaster nicht gesehen sein. Aha! Jetzt bin ich gespannt. Hammer, wie das aussieht. Hat's geklappt, Prinzessin? Mit dem Training am Berg der Göttin? Sie hat sich nicht gezeigt, oder? Die Siegelkraft. Es tut mir leid. Ach, Zelda. Du hast dein Bestes gegeben. Das muss reichen, oder etwa nicht? Und was bedeutet denn schon dieser Berg? Vielleicht erweckt am Ende etwas völlig anderes die Kraft des Siegels. Ach. Ich danke dir, Urbosa. Prinzessin. Also, ich kann das leider nicht gut in Worte fassen. Aber wenn ich meine Heilkraft einsetze,
dann habe ich immer ein ganz klares Bild im Kopf. Das ist nur so ein Gedanke, aber vielleicht könntet ihr... Zweifel. Es ist soweit. Er ist es. Er ist erwacht. Keine Sorge, Prinzessin. Wir finden auch so einen Weg, ihn aufzuhalten. Los, Leute! Alle zu ihren Titanen! Macht euch zum Angriff bereit! Sobald Link sich im Kampf mit Ganon befindet, feuern wir alle im gleichen Moment. Bruder, ab mit dir nach Schloss Hyrule. Du kannst dich auf uns verlassen. Jetzt geh und verpass Ganon eine Abreibung. Komm, Zelda. Du musst dich in Sicherheit bringen. Nein. Ich werde auch mit euch gehen. Vielleicht bin ich keine große Hilfe, aber bitte. Bitte, lasst mich mit euch kommen. Ah ja. Hammer sieht das aus mit diesem ganzen neuen Zeug. Als wären wir hier wirklich die Obermacke. Mit so einem Schwert bleibt bestimmt nicht viel an dem Gegner dran. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich? 1074. Wir könnten also in der nächsten Episode ein bisschen Glücksspielen gehen und würden uns dann mal die Ritterrüstung holen, die uns ja noch in unserer Sammlung fehlt. But first of all schlagen wir den Dicken zu frei. Einfach zerkloppt den Jungen. Tot! Königsschwert, schlechter. Alles andere, was wir von dem kriegen können, ist schlecht. Oh, ein Diamant, hammergeil. Rein theoretisch könnten wir die Diamanten ja echt mal verkaufen, denn das Schmuckgeschäft hat da ja sowieso in Anführungszeichen keinen Sinn im Gerudo-Tal. Und ja, was sollen wir sonst damit anfangen können? Ich weiß nicht, ob man die vielleicht mal eintauschen kann oder so, aber wenn nicht, dann ja, verschmieden können wir nichts, soweit ich das zumindest gesehen habe. Wäre natürlich mal eine Sache, die wir noch ein bisschen abchecken können. Was ist das? Steinsalz. Na gut, das ist egal. Hammer. Wir rüsten wieder unser Pornoschwert aus. Arsch auf weißes Schwert. Sehr schön. Da oben waren wir. Klettern wir jetzt noch in der Episode einfach hier auf den Berg. Gucken mal, ob wir von da oben noch was Nettes sehen. Und ansonsten, dann schon am Ende für die Episode. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von meinem Gedankengang, was die drei Drachen angeht, beziehungsweise eventuell die vier. Vielleicht weiß ja auch jemand, woher der Name Eldra kommt. Ich habe zum Beispiel Sky, wie hieß das denn für die Wii U? Skyward, glaube ich, Zelda Skyward Sword nicht gespielt. Das heißt, wenn Eldra da auftaucht oder Dean
da irgendwer ist oder sie letzten Endes Eldin heißt oder weiß ich nicht, dann wäre das nett, wenn mich da jemand darauf hinweist. Aber selbst wenn, wären die drei Drachen ja dann doch ein Hinweis auf die drei Götter. Göttinnen. Zumindest die von früher. Und, ja. Meine Güte, unsere Abwehr hält lange. Wir haben aber auch ein hartes Stück verbraten für den Leunen. Ach, wir waren schon mal hier oben. Hallo. Oder tschüss, das geht auch. Ja, sehen wir irgendwas Interessantes? Nein, es pinkt auch kein Schrein. Da steht Varuta. Da ist noch ein Turm. Was ist das? Achso, das ist der Staudamm. Das ist eigentlich die Idee. Da hinten, auf dem Plateau, müsste ja noch so ein anderer Leune sein. Den können wir mal platt hauen. Ja, gut. Auf dem Berg hier halten wir an. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich für mehrere Videos. Werden in Zukunft auch noch ein paar andere Games starten. Noch ein bisschen Zelda werden wir suchten. Und die Geheimnisse von Hyrule erforschen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später.